Und damit wieder zurück zu Dino System. Und ihr seht, wir sind ja in der letzten Folge gestorben. Elendig an einem T-Rex verreckt. Wir werden das alles nochmal neu machen. Das wird wieder die Dex World sein. Und ich habe hier ein bisschen was eingestellt. Ein paar Sachen, jetzt nichts Großartiges. Random habe ich mal hier eingestellt. Wir hatten ja letztes Mal dann, was war es? Herbst, glaube ich, ne? Autumn war das, ja. Und Summer ist zwar immer schön, aber ist ziemlich heiß. Deswegen sollte man hier, guck hier, da unten steht es immer. Aber wir müssen gucken. Random. Wir bleiben bei Random. Dex World. Snapshots. Dann habe ich hier eingestellt so ein bisschen, dass es nicht so, nicht mehr, weniger Insel ist, mehr Land, weniger Mountains, also weniger Berge. Und dass es ein bisschen fruchtbar ist. Und dann wollen wir mal starten. Okay. Wollen wir mal gucken. Die Tipps, ob wir die einhalten können. Genau, der rote Farn, das kann ich mich noch daran erinnern. Damit kann man sich am besten heilen. Genau, wenn dann der Körper ein bisschen brauner wird, dann ist das auch ein bisschen, ist der Körper besser geschützt gegen die Sonne. Okay. Wir wollen nicht alle Tipps haben, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen aber hier trotzdem ein bisschen helleren Typen. Wir machen hier unsere grauen Haare. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Body, bla bla, Start. Realistic, guck mal hier, ey. Wir bleiben mal normal. Presets, Default, okay. Dann mal los. Day One. Oh, wir sind sogar bei Nacht gespawnt. Fängt ja schon wieder super an. Wir sind am Frieren. Wir müssen aufpassen. Alle Dinos sind aggressiv, wenn man den auf die Dinosaurier-Eier geht. Ganz viele Troodons, in der Hoffnung, dass die mir nichts antun. Hallo? Ganz viele Troodons. Aber wunderbärchen, wir haben ja schon echt tolle Sachen gefunden. Und jetzt nur ganz kurz ein bisschen aus dem Gebiet der Bösosaurier raus. So. Ach, ich drücke immer hier die Tab-Taste zum Craften. Was können wir craften? Noch gar nichts eigentlich. Aber ich werde erstmal das Steinchen hier, was wir hier gefunden haben, ein bisschen schärfen. Alle Sachen, alle Fortschritte, die wir letztes Mal hatten, die sind komplett verloren gegangen. Kann ich mir nicht jetzt schon ein Dings machen? Ein Speer? Nee, ich kann aber einen Stick machen und danach kann ich einen Speer machen, soweit ich das weiß. Wir arbeiten uns direkt zum Speer durch, damit wir uns wenigstens ein bisschen kurze Zeit helfen können. Hier ist übrigens der Balken, wo immer steht, was gerade das Problem ist. Also wie das gerade hier einfach. Speer war noch nicht. Steinspeer. Naja, Missing Components. Was denn jetzt? Scharfer Stein, warum? Muss ich den in der Hand haben?
Ich habe mich geschnitten oder was? Sag ich, ich habe eine offene Wunde. Du Volleimer, jetzt hat er sich echt so geschnitten. Ach, tolle Wurst. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Tolle Scheiße. Bleeding, 10%. Blut bedeutet Dinosaurier anziehen. Ich suche mal nach dem roten Faden zur Heilung. Ah, hier ist ein Steinchen. Wunderbar. So, dann könnte ich das eigentlich, muss ich doch nicht in der Hand halten, oder? Okay, machen wir noch einen scharfen Stein. So war das doch, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Crafting Skill, wunderbar. Ja, und da ist er schwer. Schön unter dem Baum arbeiten, so hat man wenigstens ein bisschen Schatten. Den Schatten, den man sonst auch immer hat, der zählt nicht. Sehr schön. Okay. Den Rest nehmen wir mit. So. Ja, ein Bleeding. Du hast dich ja selber zugefügt, du Volleimer. Ach nee, wo ist denn jetzt hier das nächste Grünzeugs? Oh nein, keine T-Rexe. Ja, ich weiß, ich blute. Das ist nicht schön, wenn die Tiere hier rumlaufen. Die mögen das. Alter, wo bin ich denn schon wieder gelandet hier, ey? Das kannst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen hier. Hier ist so ein Dinosaurier-Skelett. Von einem... Was kann man denn da drin machen? Hm? Geil. Sehr lustig. Das sind aber erstmal die Sachen, die wir brauchen im Moment. Steine und Messer und Stein und wieder Stein und Fahnen. Ja, soll ich das ranzoomen? Ja, roter Fahnen! Roter Fahnen! Jetzt sieht so aus, ob er das Blättchen poppen würde. Sorry für das, aber das sieht so aus, aber naja, egal. Ich blute immer noch. Ja, wenn man zu dumm ist, sich zu heilen, dann kann das auch nicht besser werden. Hat nicht geklappt. Aber hey, man findet ja so oft diesen roten Faden. Zum Glück ist das ein großer Strauch hier noch. Komm, bis 40% haben wir es ja schon geschafft. Komm, 50%. Mach keinen Scheiß jetzt. Heil dich jetzt endlich. Ich finde diese ganze Simulation dieses Spiels toll gemacht. Ja, ich bin geheilt. Was doof ist. Ich muss das mitnehmen. Aber die werden genauso wunderbar im Wind weggebläht, geweht wie die anderen. Oh, geil. Ja, auf, too much. Oh, hallo, du.
Hallo du, das ist gut. Der hau jetzt platt. Der macht uns aber, glaube ich, platt. Okay, der fliegt, glaube ich. Ich weiß, das hätte jetzt, glaube ich, hinter dem herlaufen sollen, aber ich sehe nicht so gut aus. Ziemlich viele Beulen. Nein. Komm jetzt nicht zu mir. Ich brauche Heilung. Schmier das Blatt auf die Wunden. Komm schon. Wir sind dem Ende nah. Wir sind dem Ende nah. Boah, wir sind dem Ende nah. Ich glaube, wir schaffen vor dir das. Wie groß ist denn die Wunde? 50%. Ja, nein. Ich habe mich gerade zwar geheilt, aber es hat nicht viel gebracht, weil ich habe noch. Oh Gott, es ist. Ein Platz sind 10%. Ich muss noch 4 machen. Bis dahin bin ich doch 2-mal ausgeblutet. Nein. Es kommt bestimmt gleich noch die Kälte dazu. Halt dich doch endlich. Was macht der denn da? Also diese Animation sollte er mir mal erklären. Ist das der da hinten? Der Triceratops überhaupt nicht angreifen. Ne. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich bin gleich tot. Wenn das jetzt kaputt nochmal geht, fresse ich einen Besen. 2 quer. Los, das wird mega knapp. Junge, Junge. Noch 8 Lebenspunkte. Nee. Kurz vor Ende. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir werden uns hier die ganze Folge durchheilen. Mach das doch jetzt. Und dann habe ich ja habe mich ja erst dann nur geheilt. Jetzt ist ja noch müde. Tja. Schlafen wir eben was mit einer offenen Wunde oder was? Gut. Zu kalt to sleep, zu kalt to was, zu müde zum Arbeiten. Du musst schlafen, sonst stirbst du. Nein, ich will nicht schlafen, ist zu kalt. Geht nicht.
Ich weiß, ich bin muskeltot, very high und überhaupt alles. Shit. Ich kann übrigens hier sneaken. Langsam laufen. Tja. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich will ja irgendwie... Sag ich, es fängt an zu regnen. Schnee fällt. Oh, Minusgrade jetzt. Minus bei Schnee kommt doch nicht bei minus 5 Grad. Das ist kein Schnee. Herein. Wie viele Punkte habe ich noch? 2. Keine Chance. Ich wollte sagen. Und er stirbt unter einem schönen Eichenbaum im Schneefall. Verblutend. Loser. Okay. Scheiße. Main Menü. Weil Resume kommt man einfach nur dahin und man kann ins God Mode, aber was wollen wir nicht. Ja, ein Suche. Wir suchen hier rum. Summ-di-dumm-di-dumm. New Game. Survivor. Winter. Spring. Ja, Spring ist gut. Das passt ja jetzt, jetzt gerade zu unserer Zeit. Was haben wir hier nochmal? Das war... wenig Mountains, Fertilizer machen wir viel und der Rest ist okay. Dex World 3 wäre das dann. Oh, Entschuldigung. Dex World 3 starten wir. Das erstmal unseren Kollegen. Ah, wir müssen das ja wieder laden. Oh mein Gott. Mein Gott, der Stuhl geht mir aber auch auf den Nerv hier. I'm so sorry. Also ich würde euch ja gerne mehr zeigen. Aber erstens, ihr wisst ja selber von meinen Let's Plays, ich schneide ja nicht. Also ich schneide jetzt nicht so, dass ich jetzt so Stück für Stück einfach nur die spannendsten Szenen euch zeige. Nee, nee, nee. Also hier bleibt das schon zum Gameplay. Und das Spiel ist nicht dafür gedacht, dass ich euch jetzt hier innerhalb von 10 Minuten, keine Ahnung, einen Bogen zeige oder sowas. Das geht hier wirklich, ihr seht das ja, ne, Stück für Stück und ich bin gerade selber verreckt. Mal wieder. Blond, nee, grau. Ein bisschen heller. Ist okay. Start. Was haben wir hier? Nix. Nehmen wir mit. Kokosnuss? Ist kalt. Fängt wunderbar an. Nichts los, ne? Ja, hier ist ein großer Baum. Wir gucken mal, ob ich vielleicht Karten auch da bekomme. Nee. Achso, stimmt ja. Mein Fehler. Ich kann ja Shift gedrückt halten. Dann macht das immer wieder, bis es irgendwann rauskommt oder bis es sich verletzt. Wunderbar. Da ist noch schon ein Stein, noch ein Stein. Das ist gut. I hit myself, the stone destroyed. Doof, einmal du. Tack, tack, tack. Ihr wisst ja warum. Speer herstellen oder Axt herstellen und so weiter und so fort. Ich krieg ja nicht meine Nuss aus dem Baum.
Ich glaube, ich werde mich schon selber auf die Finger klopfen, bevor ich anfangen kann. So. Ach, eigentlich könnte ich den ja schärfen. Wenn die das Sharp Stone. Wieso? Linkshänder, okay. Sehr interessant. Ju. Kann ich hier was bilden? Nee, ne? Das ist noch zu früh. Kann man hier was mitnehmen? Nö. Da hinten sind ein paar Branches. Kokosnuss. Nö, Kokosnuss. Also ich glaube, so sieht die Grafik ganz okay aus. Da ist es nicht zu weit weg. So ist schon zu klein, aber gute Übersicht. Da ist ein Stein, ja. Wusste ich doch, Mensch. Brauche eine Wasserstelle. Das ist immer wichtig, dass die Wasserstelle in der Nähe ist. Keine Ahnung, da ist noch ein Stein, den wollte ich auch noch mitnehmen. Wunderbar. Da ist noch ein schwerer Stein, den brauchen wir nämlich auch für die Axt. Ja, zu schwer. Wie sieht es aus mit Craften? Wir lernen ja dadurch, leider sind die Fortschritte, was heißt leider, die Fortschritte, wenn man stirbt, natürlich alles wieder auf Null. Also es ist ziemlich doof, wenn man dann stirbt und man hat super viel erreicht schon. Body Fat. Ja, komm, Wunderbärchen. Wir brauchen noch ein Schaf. Ups. Stein kaputt gemacht. Kann ich natürlich nicht machen. Ach komm. Nehmen wir einfach alles mit. Okay. Hallo Blatt. Noch mehr Blatt. Gegen den Wind laufen wir. Wasserstelle, wo bist du? Blumen, sehr schön. Hat jemand Wasser gesehen? Wir sind wieder mehr. Okay, ich glaube, wir sind einmal halb im Kreis gelaufen und wieder in die gegengesetzte Richtung zurückgeluppelt. Ich will mal was gucken. Das machen wir natürlich im Schatten. Stabaustaste. Crafting. Was gibt's denn da? Schaufel. Okay. Klamotten zum Anziehen. Stone Arrow. Mhm. Wooden Door, Thatch, Stone Wall, Fire Pit, Path. Okay. No Kokosnuss hier. Nee, nee, nee. Kein Kokosnuss. Nee, kriegst kein Kokosnuss. Kriegst du überhaupt nichts zu essen im Spiel? Ja, Berries. Komm, drop den Scheiß, ja. Eat das. Wir haben was zu essen gefunden. Düde. Oh Gott. Rüttel, ich rüttel und schüttel dich. Ach je. Ja. Ihr seht? Ne, hat sich geändert. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das Lila ne, war. Was steht denn hier? Steht das nicht dabei? Genau. Wir dürfen auch nicht so viel davon essen. Ihr wisst ja, Kokosnuss, Nüsse,
sind zwar proteinreich, aber wunderbar. Wunderbar. Jetzt muss ich unbedingt was trinken. Ich drücke wieder auf die falschen Tasten. Ich habe schon wieder. Ich bin voll so. Vielleicht kann ich schon was craften. Was ist mit dem Speer? Sticks. Stick? Axt? Oh ja, okay, sowas. Das ist doch der scharfe Stein. Ach, muss ich in die Hand haben. Okay. Also, sorry. Klatsch, klatsch, klatsch. Und dann machen wir uns noch einen Speer. Dann sind wir schon mal gut gewappnet. Eigentlich sollte man sich... Oh, habe ich was kaputt gemacht? Ach, Mann. Auf ein neues. Ja, ich habe, glaube ich, die Stöckchen wieder kaputt gemacht. Ach jemine. Ja, ich bin mein eigener Feind. Ich hau mir hier selber auf die Finger. Aber es ist ja nicht, ein Meister ist noch nicht vom Baum gefallen, vom Himmel. Ja, oh, spuck deine Äste ab. Sonst fäll ich dich gleich. Da. Wo ist der scharfe Stein? Wir brauchen einen Speermensch. Das kann natürlich Folge für Folge immer gleich aussehen, weil ihr wisst es selber. Stirbst du, musst du neu machen. Und das ist genau das, was jeder machen muss. Habe ich jetzt da? Habe ich schon wieder kaputt gemacht? Stick, okay, Wunderbärchen. Jetzt bin ich langsam müde. Wunderbar, okay. Nee, auf mich drücken. Speer. Wir haben noch keine Wasserstelle gefunden. Wir werden langsam nervös. Oh, perfekt. Frag mich nicht, was das bedeutet. Hitzewelle oder so, glaube ich gerade. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, was wir brauchen. Huch, ich habe mich wieder verletzt, oder was? Ach nein, 40% Bleeding. Und jetzt habe ich auch noch Hitze draußen. Ich werde irre, Leute. Berries. Stimmt ja, hier waren ja Berries. Wenn ich jetzt eine Pfütze finde, ein Wasserloch, erstmal werden sich dann die ganzen Tiere da drumherum tummeln. Oh, guck mal hier. Okay. Axt und Speer, wunderbar. Okay, zu viel getrunken, aber ist alles gut. Mir geht's eigentlich recht gut. Das werde ich ausnutzen, dass ich vielleicht schlafen kann. Okay, 40% Bleeding. Naja, es ist eben. Schlafen muss ja auch gekonnt sein. Und richtig bluten. It's too cold. Fuck, Mann! Immer irgendwas, Kollege.
Na? Super. Wunderbar. Ich glaube, das ist noch zu früh, ne? Ich glaube, ich brauche noch ein paar Steinchen mehr für. Ja. Ich muss mir die Stelle hier merken. Versuchen wir hier das Palmchen kaputt zu machen. Ah nein, ich mach das gerade mit dem Falschen. Ach je. Jetzt kommt ein Ding und wird mich, glaube ich, gleich annagen und sagen, ah, hier. Zu viel Krach in der Nachbarschaft. Ja, es ist time to light a fire. Ich brauche hier auch irgendwie alles. Ach, Kacke. Bleh. Oh, Hallöchen. Großes Direxus Saurius. Ich brauche Steinchen. Ja, ich weiß, du willst mich aber nicht spielen lassen. Schlafen lassen. Böses Spiel. Wo war der Baum, wo ich geschlafen habe eben? Hier, ne? War da? Der hat Anstand. Hier? In irgendeinem Scheißloch war ich eben. Ich hab's vergessen. Was sind denn meine Sachen? Da. Trying to sleep. Nichts zu machen. Ich habe meine scheiß Axt hingetan. Und die ist ja kaputt gegangen. Konnte ich nicht so ein Feuer machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Jetzt geht's kaputt und ich kann es nicht machen. Das wird bestimmt genau so kommen. Nein! Kann ich noch was versuchen? Jetzt geht's nicht mehr. Es ist ein Linkshänder. Ach, Linkshänder. Ein toll... Sorry, Leute. Ein Volltrampel, der Kollege, der kriegt es nicht auf die Reihe, mal ein scheiß Feuer anzumachen. Wo kann ich denn jetzt hin? Zum nächsten Stein. Da ist ein Stein, wunderbar. Das sind Blumen. Ich versuche nochmal zu schlafen. Ja, es ist so kalt. Nee, geht doch. Er ist immer müde, Kollege. Zu kalt. Leute, ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Und wir werden mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Ich bin ja mal gespannt. Bis denn.